Willkommen bei Gesundheit, dem Vlog mit der CMC. Mein Name ist Sarah. Ich enseigne seit 5 Jahren Yoga, nachdem ich 12 Jahre hauptberuflich als Journalistin geschafft habe. Am Gegenteil zu dem, was Leute vielleicht meinen, ist Yoga weit mehr wie just Körper verdirbeln oder stundenlang sitzen und meditieren. Yoga heißt sich Union, kommt aus dem Sanskrit, also aus Indien. Union mit all dem rundherum ist. Union mit mit dem Bedehren, mit der ganzen Welt, mit all den anderen Menschen im Universum, muss ich einfach die Idee, dass wir alle gut in eins sind. Aber das ist ein Zweck von Yoga. Ja, Yoga soll uns zurück bei der Realität bringen. Und zwar nicht, dass diese Gedankenkonstrukte auch noch nicht das, was wir in der Realität verstehen, mir das, was effektiv existiert. Ja, wie soll so etwas gehen? Aus sich sind wir Menschen immens talentiert daran, für nicht an der Realität zu sein. Und zwar sind wir oft an unsere Gedanken. Entweder sind wir an der Vergangenheit, am Überlegen, wie, was, wo, was hätte ich könnte besser machen? Oder war das so geschehen, für was? Oder wir sind an der Zukunft, an wir planen. Da machen wir das so und so und so. Und Yoga probiert aus sich einfach, Menschen an dem Moment selber zu kreieren. Weil das Einzige, was existiert, ist aus sich dieser Moment. In der Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, an der Zukunft, Pläne, die wir machen, ja, die kriegen wir nicht immer durchgesetzt. Am Hühnlo müssen alle guten zusammen ganz dramatisch erfahren, wie das geht. Hast du alle Pläne wirklich total und Wasser und das alles anders, wie das, was den gewinnt war oder das, was den wusst. Ja, dabei könnt dann, dass man am besten sowieso immens viel an diesem Gedanken da sehen. Und lohnt auch viel mehr mit der Situation, die wir gerade erleben. Und das wirkt sich leider auch negativ auf den Körper aus. Was man im Schmerz an den Gedanken sieht, was man mehr Stress macht, was man mehr Angst tun, aber was sich dann auch den Körper mehr verspannt und das auch noch ganze gesundheitliche Probleme feiern. Demnach ist Yoga dann eine gute Methode, für dem entgegenzuwirken. Einerseits kann ich das um physische Plan machen, das ist dann mit Übungen, da muss ich sich aber nicht ganz verdirbeln. Das geht auch für Leute, die nicht so flexibel sind, das tut gut nicht mit Flexibilität zu denen, das wirklich echter für den Körper zu spüren. Das kann jung, alt, das können Schwangerfrauen machen, das können Kinder machen, das kann wirklich fremd machen. Es kann ihn aber auch über den anderen Weg gehen, und zwar zum Beispiel über Atemübungen, das ist Pranayama am Yoga. Es kann ihn auch über die Meditation gehen. Am Anfang alle guten Wege, die als das Armeische für einen Moment selber zu sehen. Das kann für den einen oder anderen sogar Sange sehen oder durch den Busch spazieren. Einfach, wenn ihn den Kopf frei hat und euch an den Stoß. Was ich euch noch proposieren kann, ist, dass ich die nächsten Wochen euch verschiedene Techniken weisen, verschiedene Exercise weisen, die ihr ganz einfach könnt hier machen. Und wir fangen dann direkt mit einem Exercise an. Setzt einfach da, wo ihr gerade sitzt, einfach bequem, ein bisschen chillen, entspannen, Wirbelsäule riecht, Brustkurve ab. Und wir machen dann so. Und wir holen dreimal Luft. Wir atmen an die Schnur. Und aus durch den Mund. Wir lassen alte Luft raus. Und noch einmal tief anatmen durch die Nase. Und ausatmen durch den Mund. Ein letzte Kehr anatmen durch die Nase, ganz tief. Und ausatmen durch den Mund. Dann noch einen Moment so lassen. Und einfach einmal im Moment holen, für etwas zu denken, was dich froh macht. Etwas an eurem Alltag, etwas rundherum ist, eine Person, irgendetwas, was dich am Moment froh macht. Und wir bringen die Hände zusammen, machen die Hände kurz warm, bringen die Hände auf die Hand, geben ein bisschen Druck und dann machen wir die anderen ab und wir lassen die Hände auf. Voilà. Das ist also akzessibel für die Frauen und ich hoffe, die sind schon ganz ein bisschen mehr entspannt. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis die nächste Kehr. Bleibt gesund. Namaste.